Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Und wir legen auch direkt mal los, denn ich habe heute nicht ganz so viel Zeit und kann die Folge dementsprechend nicht so mega lang halten. Wir beschäftigen uns aber direkt mal mit der Hauptstory weiterhin und sehen mal zu, was wir da reißen können. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. So, Ladebildschirm. Hui. So, da sind wir. Und dann gehen wir aber nochmal hier eben durch den Ladebildschirm durch. Zack, yep, bitte. So, mal gucken, ob sich die Qualität der Videos jetzt übrigens gerade ändert. Ich habe mir eine externe Festplatte gekauft und nehme jetzt direkt auf die auf. Hoffe aber, dass das eigentlich keine Auswirkungen hat. Doch sicher bin ich mir natürlich nicht. Halt, da ist mein Pferdchen. Das ist jetzt quasi einfach mal ein Test, das direkt darauf aufzunehmen. Ansonsten muss ich halt ein bisschen hin und her schieben. Geht auch. Aber wir werden sehen. Sprach der Blinde. So, mal gucken, wie weit haben wir es denn eigentlich? Das interessiert mich ja mal. Ach du Scheiße. Was, kann ich da schnell hinreisen? Natürlich nicht. Ich will da bitte schnell hinreisen. Nee, geht nicht. Dann muss ich jetzt hier einmal durch die Prärie reiten. Ups. So, dahin. Ja, dann reiten wir mal so 1,5 Kilometer. Auch schön. Muss eben mal auf die Uhr gucken. Ja, sieht gut aus. So, gib mal ein bisschen Gas, Pferdchen. Ja, was kann ich euch denn Schönes erzählen? Eigentlich, Ich auch gar nicht. Was haben wir in der letzten Folge gemacht? In der letzten Folge haben wir endlich mal wieder ein paar Nebenquests erledigt und uns auch mal um unsere Siedlung gekümmert. Haben wir erst schon seit gefühlten 20 Milliarden Jahren nicht mehr gemacht. War aber gut. Also ich muss sagen, diese Quests haben mir sehr, sehr gut gefallen. Dafür, dass die Nebenquests in der Stadt mir eher auf den Sack gehen, finde ich die hier im Grenzland und rund um die Devonport-Siedlung einfach sehr, sehr angenehm. Zumal die halt irgendwie nicht so verbuggt sind. So, Moment. Tack. Weiter geht's. Ach, wieder mal diese schöne, schöne Gegend. Hier in Amerika. Herrlich. Man sieht auch, die Rotröcke streifen hier auch schon so ein bisschen durch den Wald. Um vielleicht ein neues Gebiet zu erkunden, um die Leute ein bisschen zu bewachen bzw. in Zaum zu halten. Man weiß es nicht so ganz genau. So, wo sind wir denn jetzt? In Lexington sind wir. Yay! Hoffentlich kommen wir aus Lexington wieder gut raus, sodass wir direkt weiter zu unserem Ziel können. Aber das sieht ganz gut aus. Ach, ich hasse sowas. Sag mal, wohin denn? Ja, dahin. Also, wir reiten mal da lang. Ich glaube, das ist besser. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Ja, doch, war eine gute Entscheidung. Ja, komm, geh weg. Hier herrscht doch schon so ein bisschen Treiben auf der Straße. Hier so ein fahrender Händler oder so. Ne, das andere war ein fahrender Händler. Das ist einfach nur eine Kutsche. Ich reite mein Pony. Ach ja, die schöne Welt. Hey, das ist ein Hinweis. Egal. Ich kann leider gar nicht so aus dem Nähkästchen plaudern. Zumindest nicht so spontan. Concord. So heißt das Jagdrevier. Denn irgendwie gibt es bei Assassin's Creed für mich jetzt nicht so viele Anhaltspunkte, also zumindest jetzt, wenn ich hier so stumpf durch den Wald reite, was ich euch erzählen könnte. Aber ich könnte euch mal fragen, was haltet ihr denn davon, dass ich jetzt in den letzten drei Videos? Ja, in den letzten drei Videos auch mal mit den Videotexten angefangen habe, beziehungsweise Videotexten hier. Drückt einfach auf die Tastatur, hätte ich fast gesagt, auf Fernbedienung. Nein, sondern ich schreibe halt auch immer so eine kleine Story, worum es in der Folge geht. Was haltet ihr denn davon? Findet ihr das gut? Findet ihr das nicht so gut? Zu sehen ist das Ganze dann übrigens auf Facebook, wenn ihr da nach Juvilas LP sucht. Findet ihr mich darüber, beziehungsweise uns ja natürlich. Und nicht nur die Videos, sondern auch hier und da mal ein paar Neuigkeiten, ein paar Schwachsinnsinfos, was auch immer so gerade ansteht. Also guckt ruhig mal rein und wenn ihr nähere Infos, wenn ihr nähere Infos haben wollt, liked auch ruhig. Ich spam da jetzt nicht so viel, ich poste hauptsächlich die Videos und dazu dann halt meine kleine Beschreibung.
Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Also, ich muss mal so ein klein bisschen Werbung machen gerade. Und, Moment. So, jetzt geht's der Nase wieder besser. Hab mal kurz draufgehauen. Oder sie mal kurz auf den Tisch gedonnert. Hab das Mikrofon dann gemutet, deswegen habt ihr es nicht gehört. So, und jetzt haben wir es auch endlich fast geschafft. Und ich kann aufhören, meinen Quatsch zu erzählen oder beziehungsweise Werbung für uns zu machen. Facebook, JuviLasLP. Abonniert uns, liked uns, hatet uns, kommentiert uns und was ihr alles so machen wollt. So, da sind wir bei dem guten Helfer. Einmal absitzen. Nein, wir müssen uns erst nochmal kurz wichtig machen. So, wir sind da, Helfer. Und wir haben Sequenz 10. Missbrauchtes Vertrauen. Mission starten. Ich bin gespannt. Wir sollten unser Wissen mit Lee teilen, nicht mit Washington. Du denkst, ich bevorzuge ihn. Mein Feind ist eine Idee, keine Nation. Es ist falsch, Gehorsam zu fordern. Ob britische Krone oder das Templerkreuz. Und ich hoffe, dass die Loyalisten das auch lernen, denn auch sie sind Opfer. Du bist gegen Tyrannei, Ungerechtigkeit. Doch das sind nur Symptome. Die wahre Ursache ist menschliche Schwäche. Warum glaubst du, versuche ich dir deine Irrtümer aufzuzeigen? Du hast viel gesagt, ja. Aber gezeigt hast du mir nichts. Das sollten wir dann wohl ändern, nicht wahr? Sir? Hallo, Connor. Was führt dich her? Die Briten ziehen ihre Truppen aus Philadelphia ab. Sie marschieren nach New York. Nun gut. Ich schicke unsere Truppen nach Monmouth. Wenn wir sie erwischen, könnte sich endlich das Blatt wenden. Und was ist das? Private Korrespondenz. Natürlich privat. Interessiert dich, was draufsteht, Connor? Es scheint, dein teurer Freund hier hat einen Angriff auf dein Dorf befohlen. Wobei Angriff wohl noch freundlich ausgedrückt ist. Sagt es ihm, Commander. Wir erhielten Berichte über Indianer, die mit den Briten kooperieren. Ich gab den Befehl, dem ein Ende zu machen. Indem man ihre Dörfer niederbrennt und ihren Boden salzt. Indem man sie ausrottet, so wie es in dem Brief steht. Und nicht zum ersten Mal. Erzählt ihm, was ihr vor 14 Jahren getan habt. Das war eine andere Zeit. Der Siebenjährige Krieg. Und da siehst du nun, was aus diesem so großen Mann wird, Unterdruck. Er sucht Ausreden, schiebt die Schuld von sich. Er macht wirklich sehr vieles, außer Verantwortung übernehmen. Genug! Wer was getan hat, muss warten. Mein Volk ist wichtiger. Dann lass uns gehen. Nein. Uns gibt es nicht mehr. Sohn. So weich erscheine ich dir, dass mich Sohn zu nennen schon alles richten würde? Wie lange wusstest du schon davon? Oder soll ich etwa glauben, du hättest es gerade entdeckt? Meiner Mutter Blut befleckt vielleicht eine andere Hand, doch Charles Lee ist ein Monster. Und was er tut, macht er in deinem Auftrag. Eine Warnung an euch beide. Folgt ihr mir oder haltet mich auf, dann töte ich euch. Klar und deutlich, würde ich sagen. Aber meine Fresse, jetzt hat der Commander den Befehl damals gegeben. Alter Falter. Das dreht sich ja auf einmal alles. Nicht den Boden berühren, den Primärwald erreichen. Oh Mann, Alter, oh Mann. Was geht denn jetzt los? Was geht denn jetzt los? Was? Was rede ich denn da? Was geht denn jetzt ab, wollte ich natürlich sagen. Was ist denn jetzt los? Und das wollte ich auch sagen. So, Zeitlimit für den Aufhalt, für das Aufhalten der Patrouillen. Nicht den Boden berühren, weißt du? Hä? Willst du mich verarschen? Naja, egal. Ich habe ein Zeitlimit, an das sollte ich mich mal halten. Ich muss irgendwie vom Pferd runterkommen. So, einmal hier geschmeidig rüber. Und nu? Da geht's nicht weiter. Gehen wir mal da lang. Hopp. 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 Da lang. Prima. Huch. Naja, egal. So. Ich will da wieder hoch, bitte. Können wir hier hoch? Ja, prima. Diese Waldwege sind natürlich unberechenbar, was aber auch ganz klar ist eigentlich. Gibt ja auch Sinn, vollkommen. So, und den da müssen wir aufhalten. Ach, der Patriotenboten. Ich habe Patrouillen gelesen.
So, schnell hinterher, Connor. Lauf, 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 lauf. So, den versuche ich mal jetzt nicht unbedingt umzuschießen, sondern den rennen wir mal um. Und zwar hiermit. Jawoll! So richtig rein da in den Kram. In den Scheißkerl. Yay, geil. Gewalt in Spielen ist voll cool. So, jetzt können wir hier auch mal oben lang gehen. Gucken, wie viele das da drüben sind. Schnell da lang, schnell, 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 Connor. Da lang. Ja, voll auf dem Pferd und genockt. Wie geil ist das denn? Jetzt springe ich hier vom Pferdchen zu Pferdchen und niete die um. Oh, der ist gut. Okay, hab mich getäuscht. Jawohl. Und da sind noch mehr. Oh, jetzt wird's aber eng, oder? Nehmen wir mal eben das Pferd. In der Hoffnung, wir schaffen das noch. Denn ich habe nur noch 10 Sekunden. Eieiei. Hab ich so getrödelt? Oder was? Oh, das wird nix. Naja, egal. Ist ja auch nur ein optionales Missionsziel. Das hält uns jetzt nicht unbedingt auf. So, und den schießen wir doch jetzt mal um. Hm, geht nur nicht, weil ich aus Versehen schon wieder die Waffe abgelegt habe. Wie auch immer das andauernd passieren kann. Jawohl. Und wir kehren zurück in unser Dorf. Wie cool. Das habe ich mir insgeheim schon immer gewünscht. Schon als kleines Kind. Nee, mal im Ernst. Also das, da habe ich mich sowieso gefragt, ob wir eines Tages mal wieder zurückkehren werden in das Dorf. Denn, ja, die Geschichte treibt uns ja wahrscheinlich früher oder später sowieso hin, dachte ich mir. Und ich hatte nicht Unrecht. Und irgendwie bin ich heute nicht so ganz da. Sorry dafür. Ich bin ein bisschen im Stress. Aber das soll es auch mal geben. Hui. Huch. Dann laden wir nochmal ganz kurz nach, denn wer weiß, was uns dort erwartet. War das nicht nachladen oder war das nachladen? Hallo? Naja, egal. Wir haben wohl nachgeladen. Habt ihr nur nicht gesehen. Das war, das ist die neue Automatik. Zu dieser Jahreszeit. Zu dieser Jahreszeit. Die gibt es nur im Winter, diese Automatik. Naja, ihr wisst, was ich meinte. Ich schrappel mal ein bisschen mit meinem Bart an dem Mikrofon. Ich hoffe, das hört man nicht. Jetzt hat er... Was? Moment. Moment. Der hat sich gerade einfach mal im Laufen die Kapuze abgestreift. Aber er setzt sie leider nicht wieder auf. Schade. Und willkommen zurück im Dorf. Wenn ich den Namen aussprechen würde, würde ich euch jetzt verraten, mit dem, wem wir sprechen müssen. Aber natürlich ist es die Stammesmutter. Die da. Unka giga oya rungwe. Deohne gujesh, Charles Lee. Luanak dukwa, yashagoya tanghawe. Ganok doogu dano dohkarak ni hadi. Nahoda, ka nuwe nyehonenu. Wak desagodi dashtana, zini hadi, ayun ki unhu dakwa. Aha. Ya, yahtet karihoyeri. Ona dera di desak ni guhare. Yakon tak desaduhundani ne giga, ne ayakwaderiyo. Onak zi ashtjaga no, dedom zahunda ketas. Jetzt hat Charles Lee sich Leute aus dem Dorf geholt. Den Angriff der mit unblutigen Zeugs irgendwas. Das kommt davon, wenn man erzählt, dann liest man immer erst später. Achso, ich soll die unblutig umhauen quasi. Moment.
Entschuldigung. So, irgendwann fange ich auch mal an, mein Gehuste und Geräusper rauszuschneiden. Aber soweit bin ich noch nicht. So, Nummer 1 haben wir. Da drüben, die holen wir uns mal als erstes. Bam! Da war nichts. Bam! Der ist 50 Meter weit weg, der nur 30. Dann schnappen wir uns mal den hier vorne. Oh, na, der ist auch noch ein bisschen weiter weg. Da ist einer. Bumm! Und jetzt verhindern wir quasi, dass die hier vielleicht gefährdet werden oder ähnliches. Ob das so eine weise Entscheidung ist? Ich meine, jetzt haben wir nur noch uns quasi, die das Dorf decken wollen. Und da kommen schon die Feinde. Oder? So, das haben wir geschafft. Gleich mal rein ins Gebüsch. Na, den kennen wir doch. Ich hatte keine andere Wahl, das nur mal so. Ja, Tena, das ist ein Danzum. Sie geht doch jetzt da, ne? Charles Lee, Monmouth, was hat der Hajib? Was hat der Hajib? Was hat der Hajib? Patriot, hat der Juni. Was Saga, was hat der Hajib? Was hat der Hajib? Was der Rio. Was hat der Hajib? Was hat der Hajib? Was hat der Hajib? Was hat der Iwe reya nawandu tayngoya danu stadu be ona wasa derisa yung jataro. Oh Mann, meine Lieben, was für eine Folge. Spannend und emotional zugleich. Ich bin gerade ein bisschen gefesselt. Also das ist ja der Hammer. Sequenz 10, missbrauchtes Vertrauen. Alter Falter. Ja, Mission haben wir wieder schlecht beendet, aber wen interessiert's? Die Story hier drin ist der Hammer. Das ist ja unglaublich. Und wie schnell die Emotionen hier drin wechseln. Wie eigentlich wollen wir die bloß retten und irgendwie töten wir dann doch jemanden. Und oh, was... Ah, ich bin gerade so ein bisschen geflasht und ich ärgere mich auch gerade echt, dass ich nicht weiterspielen kann. Ich jetzt gerade wieder voll Bock zu. Jetzt packt mich das Spiel. Also die Story hier drin ist unglaublich gut. Und ja, mit der beschäftigen wir uns sicherlich auch, upsala, auch nächstes Mal wieder. Denn ich muss jetzt leider los, ich kann nicht noch mehrere Folgen aufnehmen. Aber interessiert mich doch so brennend, wie es weitergeht. Ah, das Leben kann manchmal so fies sein. Aber na gut, liebe Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und ich hoffe, es wird genauso spannend und genauso emotional und genauso eine geile Story. Bis dahin, ihr Lieben, macht's gut, euer Juvi. Facebook, Juvi Las LP.